Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Na schön, ich gehe jetzt sowieso. Sucht uns in Rorikstadt auf, wenn okay, ihr sie findet. Die Rotwardonen. Gibt es etwas Neues von unserem befindet Stein? Sich anscheinend auch in Weißlauf. Ansonsten würden sie ja selber danach suchen können. Die sagen ja, sie sind in Weißlauf nicht willkommen und sie werden wahrscheinlich in Weißlauf suchen müssen. Deshalb gibt werden es etwas Neues von unserem Steinbruch? Was? Deshalb werden wir da auch mal demnächst gucken, sobald wir wieder zurück sind. Was ist das eigentlich für ein komisches Symbol da auf dem Radar? Geradezu. Was ist denn das? Ist das nicht ein Lager von einem Riesen? Ich glaube, das ist so markiert, oder? Ich glaube, das ist ein Riesenlager. Oder vielleicht überhaupt nur ein Lager, vielleicht von irgendwelchen Banditen. Das scheint nicht weiter weg zu sein als sowieso unser Questmarker. Dann können wir da mal uns umgucken, was da ist. Ja, tatsächlich. Das ist das Lager von einem Riesen. Guck mal, dieses riesige Lagerfeuer da. Cool. Ein paar Tiere, ja, müssen wir jetzt noch nicht töten. Ist eigentlich alles in Ordnung, brauchen wir nicht. Ah ja, ein riesiges Lagerfeuer. Die Riesen sind ja angeblich friedfertig. Es sei denn, man provoziert sie oder greift ihre Mammuts an. Ist das Erz? Nee. Das denke ich aber, glaube ich, jedes Mal. Ja, keine Ahnung. Düster Windtal. Oh, wie sogar zwei Riesen. Wir speichern mal. Ich glaube nicht, dass ich gegen die eine Chance habe. Ich möchte mich aber mit denen noch gar nicht anlegen. Ich gucke. Experte. Oh weh. Ich weiß nicht, kann ich die überhaupt knacken oder ist das unmöglich mit meinem Skill? Wir haben ziemlich viele Lockpicks. Ich weiß nicht, ob es unmöglich ist oder ob das geht. Oh, da. Cool. Ich habe ein Expertenschloss geknackt. Boah, na Donnerwetter. Amethyst, perfekt. Bebänderte Rüstung, schwer, kriegt Lydia. Beschlagene Rüstung brauchen wir nicht. Eisenhelm, Lydia kriegt auch keinen Helm. Die sieht auch so gut aus. Tragfähigkeit wird um 30 Punkte erhöht. Großartig, kriegt auch Lydia. Da haben wir noch Gold, Stab der Raserei. Greifen 60 Sekunden lang jeden Gegner in ihrer Nähe an. Der wiegt kaum was und ist viel wert, nehmen wir auch mit. So, Lydia. Wo bist du denn? Hallo? Seht ihr, das sind jetzt so eine Situation, so eine Momente. Wo ist Lydia? Tag, Riese. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Unbeeindruckt von dem Riesen und von dem Mammut da. Wir lassen die mal in Ruhe. Wir sind bei weitem noch nicht mächtig genug, um gegen die bestehen zu können. Aber wo ist Lydia? Ach, da ist sie. Hallo, schön, dass du jetzt auch kommst. Mann. Bin immer noch da. Du bist immer noch da. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja. Du kriegst ganz feine Sachen von mir. Du bekommst jetzt hier die bebänderte Eisenrüstung und die Eisenstiefel der Zugkraft. Ziehst du die auch an? Geht ihr voran? Hm. Nee, tut sie nicht. Aber warum nicht? Ich verstehe das nicht. Wie kriege ich denn das hin? Ich habe geschworen, okay, eure Last zu tragen. Die wird es nicht anziehen. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Shift-Ausrüstungsmodus, da kann ich es ausrüsten, aber das bringt ja nichts. Oder zieht sie die nur an, wenn es besser ist als das, was sie hat? Ich habe keine Ahnung. Puh, ich weiß es nicht. Da muss ich. Na los, gehen wir weiter. Also da muss ich mal ein bisschen nachforschen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie man das hinkriegt, dass die das Zeug wirklich anzieht. Weil ich bin der Meinung, das ist möglich. Dass man der neue Ausrüstung gibt und die das dann auch benutzt. Und sie nicht nur als Packesel missbraucht. Weil den Zweihänder, den Eisenzweihänder, den wir da gefunden haben, oder was auch immer für einen Zweihänder, den hat sie ja sofort ausgerüstet. Aber die Rüstung nicht? Vielleicht gefällt ihr die Rüstung nicht? Ich weiß auch nicht. Bisschen merkwürdig. So, oh, wer ist denn da? Ist das ein Jäger? Sieht eigentlich nicht feindlich aus. Oh, Bandit! Ach, verdammt! Blöder Bandit! Ach nee, aber nicht so. Nimm mir den alten Nordbogen. Ah, nimm das hier. Und das. Na, perfekt. Was ist da? Das sind doch noch mehr Gegner. Oh, das sind Wölfe. Eisenpfeil, Gold, wunderbar. So, dann gib mir mal Flammen. Na, was wollt ihr, verdammte Wölfe? Könnt ihr nichts tun. Jawohl! Ah, friss das, Wolf. Warum rennt er denn weg? Ah? Warum rennt er denn weg? Seht ihr, wenn man das so klickt, dann ist es nicht gleichzeitig, dann ist es nicht dieser Skill, den wir skillt haben. So schon.
Also wenn der beide Hände auseinander hat, dann ist es praktisch einfach beide Zaubersprüche gleichzeitig. Aber dadurch werden die nicht doppelt so stark. Mensch, Lydia ist ja fast tot. Lydia, was ist denn los? Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Ja, das musst du auch. Warte mal. Wow, guter Schuss. Lydia, Mensch, du überrascht mich. Wolfspelz. So. Du bist ziemlich schwach. Wollen wir was dagegen tun? Okay, also Pfeil und Bogen hat sie auch. Ich gebe euch Deckung. Ich gebe dir mal... Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich gebe dir mal etwas von der Nahrung. Oder habe ich Tränke? Der kleinen Heilung. Ja, geben wir dir mal. Wir geben dir mal... von mir aus 3. Ja. Mal gucken, ob sie die auch benutzt. Ich weiß es nicht. Dann mal los. So. Dann mal los. So. Nein, das Mammut greifen wir nicht an. Unterstehe dich, das Mammut anzugreifen. So. Wir gehen jetzt hier weiter und greifen mal diese ganzen Banditen an, die da sind. Ich habe nämlich schon viele Punkte gesehen. Da sind viele Gegner drin. Zumindest 3. Lagerstelle Monde. Und da gehen wir jetzt mal rein und schlachten alle ab. Da sind ja schon welche, oder? Jawohl. Fresst meine Feuerkraft. Wow. Jeha. Boah, ich bin viel zu stark für euch. Bitte trainiert mal ein bisschen, sonst fühle ich mich schlecht, euch alle zu töten. So, Lockpick. Nehmen wir alles mit. Was mit dem? Ich glaube fast, ich brauche Lydia nicht. Sie scheint mir relativ überflüssig zu sein irgendwie. Oh, nein, sie greift irgendwas an. Ah! Verdammt, ein zauberter Bandit. Was ist denn jetzt los? Na gut, denn hier, alter Nord-Zweihänder. Ah! Ein Zauberer greift man am besten nicht mit Zaubersprüchen an, weil dagegen können sie sich gut wehren. Fellrüstung. Hm. Kupferdiadem. Nehmen wir mit. Lockpick. Kleine Heilung. Ah, perfekt. Großartig. Weiter geht's, Lydia. Auf geht's. Folge mir. Oder? Nee, folge mir besser nicht. Hier unten ist der Eingang. Den hatte ich doch auch schon gesehen. Hier. Ja, da ist der Eingang. Lagerstille Monde. Okay, Lydia. Komm, folge mir. So, aber wir wollen erstmal leise bleiben. Hörst du, Lydia? Wir wollen hier keinen Krach verursachen. Wir sollen die alle ausrotten und dieses Infiltrieren, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da ist jemand. Lydia? Ja, sehr gut. Oh. Oh, da ist ja einer. Mist. Bandit, okay. Dann nehmen wir gleich wieder die Flammen. Warum war denn der da schon? Oh. Meine Güte, Zerstörung verbessert. Ist da noch einer? Nee. Abgeschlossen, tötet den Banditenanführer. Das ist der Erste, der angekommen ist, der Banditenanführer. Ist ja eine dolle Sache. Das war gleich der Erste, der angekommen ist. Und wer bist du? Hm, für nur ein Bandit. Eisenpfeil, Gold, wunderbar. Tja, und mehr ist hier nicht, oder was? Das ist ja schwach, da hätten sie doch jeden Hans schicken können. Da muss doch nicht ich los. Gold, Rolle der Sturmatronach-Beschwörung. Beschwört eine Sturmatronachen für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Cool. Als Zauberspruch ist es mir das nicht wert, aber als Zauberrolle durchaus. Weil die Atronachen sind eigentlich eine coole Sache. So, da ist noch ein Fass. Noch mehr Salz. Okay, ist denn hier unten noch irgendwas? Ist das aber eine Überraschung? Ist das aber eine Überraschung? Lydia, wo bist du? Hallo, Lydia. Egal, ich schaff das auch alleine. Seht ihr, das ist so die Sache. Ich fühle mich nicht so, als wäre ich nicht alleine. Es kommt mir immer noch so vor, als wäre ich alleine. Weil sie mir nicht wirklich hilft. Ich meine, in der Situation hätte sie mir gar nicht helfen können. Nicht wahr? Ich vergebe dir. Eisentür-Adept? Na, da ist doch bestimmt irgendwas Tolles hinter. Ich mach das auf. Keine Angst. Na, was sollte das denn jetzt? Ist doch nur Adept, Mensch. Na, muss doch irgendwo gehen. Na, wo ist es denn? Da ging ja Experte leichter. Sehr merkwürdig. Da. Ah, Mist. Okay, noch ein bisschen weiter rum, glaube ich. Ah, nee, noch ein bisschen. Ja. Jawohl. Sehr schön. Schlossknacken verbessert. Wir sind bald auf Stufe 5. Okay, was ist hier? Einfach nur eine Truhe? Gold, Lockpick? Na wunderbar. Oh, und eine Leiter.
Öffnen Himmelsrand. Na, so ein... Das ist ja ein Beschiss. Das war ja nur ein anderer Eingang. Aber zusätzliche Magicka, starke Ausdauer, gesteigerte Ausdauer. Mondstahl-Streitkolben. Was ist denn Mondstahl? Laterne? Naja gut, ich habe Lösung der Gesundheit. Was soll denn das eben? Na gut, wir brauchen keine Laterne. Wir haben ja eine Torch. Weiß ich jetzt nicht, ob das irgendeinen Unterschied machen würde oder ob das überhaupt dafür da ist, um Licht zu machen oder ob das irgendwas anderes ist. Ja gut. Da haben wir noch ein bisschen Brot. 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 So. Angebratener Schlachterfisch. Können wir eigentlich angeln in Skyrim? Ich glaube nicht, wa? Ich glaube, man kann nicht angeln in Skyrim. Gut, Lydia. Steck die Waffe weg. Und dann geht es hier wieder raus. Ja, wo sind wir jetzt? Na, noch eine Truhe. Großartig. Gold, Ausdauer, Zaubertrank des Ritters. Stärke die Fertigkeit schwere Rüstung für 60 Sekunden um 10 Punkte. Okay. Aber guck mal, das war wirklich der Ausgang. Hier wäre man sonst nicht reingekommen. Geht nur von innen auf die Tür. Auch gut. Okay, dann können wir ja jetzt wieder nach Weißlauf zurückkehren. Oder gleich zur Drachenfeste. Wunderbar. Wenn man schnell zur Drachenfeste reisen kann, ist ja noch besser als nach Weißlauf. Das hatte ich jetzt gar nicht so in Erinnerung, dass das geht. So, okay, die Fackel kannst du dann auch wieder runternehmen. Was ist denn das? Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Ah ja, okay. Gut, also niemand Wichtiges. So, dann gehen wir mal wieder zu dem... Wie heißt der? Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse es immer. Proventus Abenici. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Jaja. Der Banditenanführer von Lagerstille Monde ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Großartig. 100. Wie wär's, wenn du mir 1000 gibst, damit ich mir bald ein Haus leisten kann? Genießt verdammter euren Betrüger. So, was haben wir denn jetzt noch? Finde die Rotwardonen. Guck mal, das ist nicht unter verschiedenen, das ist ja erstaunlich. Ja, machen wir doch einfach mal. Finde die Rotwardonen. Frage ist jetzt natürlich wieder, ich weiß selber nicht mehr, was passiert. Ist die jetzt schuldig oder nicht? Also, sollten wir lieber helfen und sie warnen oder sollen wir sie auf jeden Fall ausliefern? Ich habe keine Ahnung. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Wir müssen uns auf unseren Instinkt verlassen. Mist! Kein Wegpunkt. Oh, ganz böse. Finde die Rotwardonen, kein Wegpunkt. Ich bin aber der Meinung, ich weiß, wo sie war. Ansonsten kommen wir ja nicht weiter. Also eine Rotwardone, das sind einfach dunkelhäutige Menschen, kann man jetzt in dem Spiel so festhalten. Alle mit dunkler Haut, das ist zum Beispiel eine Rotwardone. Die Männer sind doch alle gleich, von Himmelsrand bis Hammerfell. Für sie gibt es nur Krieg und Politik. Und ihre Was Frauen habt ihr denn so? Sie wie ich habe ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Ich habe dich überhaupt nicht angeguckt, du dummes Balk. Kümmere dich um deinen Kram. So, was ist das denn hier? Was ist das denn wieder für eine komische Gegend von Weißlauf? Hier verirre ich mich doch nur. Ich will zu diesem Pub. Der ist nämlich bei dem Dings und bei dem anderen Dings. Der ist da auf dem Marktplatz. Da wäre ich doch jetzt von Drachenfest aus, wäre ich da doch eigentlich schnell hingekommen, oder? So, ich bin jedenfalls der Meinung, die Rotwardone ist hier in diesem Pub drin. Da waren wir ja noch gar nicht drin. Also gehen wir da mal rein. The Bannered Mare. Die, ja, keine Ahnung, wie ich das übersetzen soll. Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Das ist aber keine Rotwardonen, oder? Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Wieso, bist du alt oder was? Okay, wir machen das mal kurz offiziell. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magie ist was für Schwächlinge. Elfen, meine ich. Die bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfeste. Sie wissen halt, wo sie hingehören. Natürlich wäre da auch noch Faringar. Er mag zwar der Zauberer des Jarl sein, aber zumindest ist er ein Nord. Okay, ich bin zwar kein Nord, aber ich bin auch kein dreckiger Dreckself. Na gut, egal. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich nehme an, ihr habt den Gülden Grünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut. Aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Hm. Unterhalte dich mit Danica über die Zerstörung des Gülden Grünbaumes. Ja klar, warum nicht? Aber das ist anscheinend keine Rotwardonen, also gehen wir wieder.
Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. So, wer bist du? Ach. Lust auf ein Nord-Sprichwort? Utgard die Unbeugsame. Ist doch auch wieder ein dreckiger Elf, oder? Ich hasse Elfen. Ich weiß gar nicht warum. Vor allem nicht nur in Skyrim, überhaupt, immer. Ich kann Elfen nicht leiden. Ist weg, Lydia. So, hier ist doch irgendwo da. Guck mal. Etwas? Ja? Wusstet ihr, dass ein paar Alikr-Krieger nach einer Rotwardone suchen? Seid ihr sicher? Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Schnell, kommt mit mir. Sprich mit Sadia oder bericht den Alikr von Sadias Aufenthaltsort. Na gut, ich würde mal sagen, wir hören uns erstmal an, was sie zu sagen hat. Erstmal wollen wir hören, was sie zu sagen hat. Vielleicht ist das ja auch alles ein Missverständnis. Es ist so dunkel hier. Mist. Warte mal, lass mich mal eine Torch rausholen. Das ist mir zu finster. Noch nie was von Raumbeleuchtung gehört, oder was? Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir. Ich habe keine Ahnung, wie viele kommen. Die wissen ja gar nicht, dass ich hier bin. Nehmt das runter, bevor ihr euch noch wehtut. Es tut mir leid, nur... Bitte tut mir nicht weh. Ich weiß, ihr gehört nicht zu ihnen, aber ihr dürft ihnen nicht helfen. Ihr dürft sie nicht wissen lassen, dass ich hier bin. Bitte, werdet ihr mir helfen? Hier gibt es niemanden, dem ich vertrauen kann. Vielleicht. Was wollt ihr? Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmeri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Wie soll ich sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Weshalb sind die Alikir hinter euch her? Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmeri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Altmeri-Bund. Der Altmeri-Bund ist doch das mit den Elfen, oder? Warum habt ihr euch nicht an die Wache gewandt? Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Diese Männer sind skrupellos. Gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann ihr in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Kommt zu mir, sobald die Alikir erledigt sind. Naja. Lydia, wo bist du? Was sagst denn du dazu? Bin immer noch da. Ihr sagt gar nichts dazu. So ein Betrug. Dann mal los. Ja, dann mal los. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, was ich da tun soll. Ich habe keine Ahnung, ob sie unschuldig ist oder nicht. Woher soll ich denn das wissen? Also für mich klang das bei beiden danach, als ob die durchaus einen guten Punkt haben. Sprich mit dem Gefangenen der Alikir oder berichte den Alikir von Sadias Aufenthaltsort. Die Schankmark der beflackten Meere in Weißlauf ist offenbar in Wahrheit eine Adlige aus Hammerfell. Sie behauptet sich auf der Flucht vor gedungenen Mördern rivalisierender Häuser zu befinden und sucht jemanden, der diese aufhält, bevor sie sie finden. Vor gedungenen? Was soll denn das für ein Wort sein? Sie behauptet sich auf der Flucht vor gedungenen Mördern? Was? Was ist denn das für ein Wort hier? Gedungenen. Sprich mit dem Gefangenen der Alikir oder berichte den Alikir von Sadias Aufenthaltsort. Okay. Wir werden erst einmal
rausgehen und den Alikir berichten. Aber vielleicht haben wir auch irgendeine Interaktionsmöglichkeit, irgendwelche Informationen aus ihnen rauszuholen. Vielleicht kann ich mir besser eine Meinung bilden, wenn ich mit ihnen rede. Das werde ich mal versuchen.